Gestatten Sie mir, mein Grußwort aus dreierlei Perspektiven zu formulieren. Zunächst mal natürlich aus der Perspektive eines Vertrauensdozenten an einer mittelgroßen Universität mit einer Handvoll von Naumann-Stipendiaten. Aus der Perspektive eines Teilnehmers an Auswahlgesprächen, also eines Teilnehmers an diesem Auswahlausschuss. Und aus der Perspektive eines Sozialwissenschaftlers, dessen Universität, das kann ich, glaube ich, so unbescheiden sagen, zu einem der profiliertesten Standorte der empirischen Bildungsforschung in Europa zählt. Deutschland, lassen Sie mich so beginnen, ist eine moderne, innovationsorientierte Wissensgesellschaft, die als Standort im Wettbewerb mit ähnlichen Ländern steht. Die Wettbewerbschancen dieses Standorts hängen unter anderem davon ab, inwieweit schon im Bildungssystem die Fähigkeit zu kreativem und innovativem Denken gefördert wird, inwieweit der, wenn Sie so wollen, Talentpool erschlossen wird und Talente erkannt und auch gefördert werden, inwieweit Eigeninitiative gefördert wird, sei es im unternehmerischen Bereich, sei es in der Wissenschaft, sei es in anderen Bereichen, und inwieweit auch neben rein fachlichen Fertigkeiten, Wissen, Frau Schwetzer hat schon darauf hingewiesen, auch sogenannte Soft Skills wie interkulturelle Kompetenz, allgemeine Persönlichkeitseigenschaften wie individuelle Leistungsorientierung, Kommunikations-, Teamfähigkeit, auch gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein gefördert werden. Wie wir seit verschiedenen Vergleichsstudien, Stichwort PISA, wissen, ist Deutschland weniger erfolgreich als andere, wenn es darum geht, im Bildungsbereich die Voraussetzungen für eine solche wettbewerbsfähige Innovationsgesellschaft zu schaffen. Bei ungünstiger demografischer Entwicklung gelingt es uns weniger gut als andernorts, diesen Talentpool auszuschöpfen oder durch Zuwanderung zum Beispiel hochqualifizierte Arbeitskräfte zu sichern. Der Anteil, hier nur ein paar Beispiele, der Anteil der Bevölkerung mit Hochschulabschluss ist im Generationenvergleich in Deutschland gering und stagniert auf relativ niedrigem Niveau. Etwa ein gutes Viertel einer Kohorte. In Großbritannien, wo ich lange gearbeitet habe, ist es ungefähr doppelt so viel. Die Zugangschancen zur Bildung hängen de facto in Deutschland stärker von der Bildung der Eltern ab als in anderen Gesellschaften. Leistungsfremde Faktoren wie Geschlecht, soziale Herkunft, ethnische Zugehörigkeit, Religion und persönliche Beziehungen spielen bei uns eine größere Rolle. Das hat viele von uns überrascht, als wir die PISA-Studien zur Kenntnis genommen haben, als in den meisten OECD-Staaten. Eine Schlüsselfrage ist deshalb, inwieweit die Begabtenförderung und damit auch die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hier einen Beitrag leisten kann. Ich glaube, sie kann das. Im Vorfeld der Auswahl von Stipendiatinnen und Stipendiaten arbeiten die Stiftungen mit den Universitäten zusammen. Dabei hat sich unter anderem das Institut des Vertrauensdozenten durchgesetzt. Ich bin einer davon. Vertrauensdozenten können frühzeitig geeignete Individuen mit Potenzial identifizieren, und zwar in dem umfassenden Sinn, den Frau Dr. Schwetzer erwähnte, ansprechen und zur Bewerbung ermutigen. Also wenigstens unter denen, die bereits an den Hochschulen sind, zum Abbau leistungsfremder Barrieren beitragen. Vertrauensdozenten dienen als Anlaufstelle für potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten, die Interesse an der Stiftung haben. Und sie dienen und die Stiftungen tragen auch zur Entwicklung einer Stipendienkultur bei, die sich in den letzten Jahren stärker entwickelt hat, aber im Vergleich mit dem angelsächsischen Raum eher noch gering entwickelt ist. Darüber hinaus kann die Naumann-Stiftung in besonderer Weise auch Persönlichkeiten identifizieren, die Interesse für den politischen Liberalismus zeigen und aufgrund ihrer Persönlichkeit Sympathieträger mit Engagement und hoher Glaubwürdigkeit sein können. Bei den Auswahlgesprächen, die dann stattfinden, wird zum einen natürlich Talent und Leistung honoriert und gefördert. Oft können die materiellen Voraussetzungen für ein Studium geschaffen werden und damit in einem kleinen Teilbereich jedenfalls Bildungsungleichheit, Ungerechtigkeit im Bildungsbereich abgebaut werden. Andererseits kann ein größerer Katalog von Kriterien angewendet werden, der die Förderung wichtiger Soft Skills und Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigt. Kreativität, kommunikative Kompetenz, Führungsfähigkeit, gesellschaftliches Engagement, Eigenschaften, die in modernen Innovations- und Wissensgesellschaften unentbehrlich sind. Nach der erfolgten Auswahl
können die Stiftungen durch die ideelle Förderung dazu beitragen, dass Soft Skills weiterentwickelt werden. Und dass nicht nur rein eindimensionale Persönlichkeiten geformt werden, sondern interdisziplinäres Denken gefördert wird. Die Stiftungen können zum Aufbau von Netzwerken und Sozialkapital beitragen. Allerdings ist klar, dass Stiftungen wie die Friedrich-Naumann-Stiftung hier allenfalls Angebote machen können, die mehr oder weniger intensiv genutzt werden. Das merke ich auch als Vertrauensdozent vor Ort. In den Universitäten können die Stipendiatinnen und Stipendiaten über die Vertrauensdozenten wird diesen Stipendiatinnen und Stipendiaten durch die Vertrauensdozenten ein zusätzlicher Informations- und Kommunikationskanal geboten, und zwar normalerweise von einem Dozenten, der nicht in ihrem Fach lehrt, der also nicht mit ihrer Bewertung im Hochschulbereich befasst ist. Kurzum, die Stiftungen können meiner Ansicht nach durch die materielle Förderung einen kleinen, aber nicht trivialen Beitrag zur Weiterentwicklung Deutschlands als innovativer Wissenschaftsstandort leisten. Sie setzen natürlich relativ spät, im Grunde zu spät an. Wir wissen, dass das deutsche Bildungssystem schon frühzeitig sehr selektiv wirkt. Viele Talente scheitern schon im Kindesalter an verschiedenen Hürden, die von der Bildungsforschung gut identifiziert sind. Also wir setzen relativ spät an. Das muss uns bewusst sein. Aber die Stiftungen können dann, wenn die Leute einmal in den Universitäten auftauchen, einen Beitrag leisten. Nicht zuletzt meiner Ansicht nach im Bereich dieser Soft Skills und der Bildung von Persönlichkeiten, die zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung bereit sind. Ich danke Ihnen und wünsche der Veranstaltung viel Erfolg.